Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute wieder was extrem Leckeres für euch und zwar eine Süßspeise. Wir machen uns feine, köstliche, die hauen schon alle ab, fruchtige Walnusskipferl. Wie ihr seht, mit der Marmelade und innen dann die Walnüsse gehackt mit Zimt, Zucker, was will man mehr. Super schneller, einfacher Teig. Probiert es aus, bleibt dran, schaut euch an, wie ich das mache und macht es sofort nach. Lasst es euch schmecken. Für unsere Walnusskipferl oder Mini-Croissants, wie immer wir sie jetzt nennen wollen, machen wir uns zuerst den Teig. Der muss nämlich ein bisschen in den Kühlschrank. Und zwar gibt es hier als erstes fangen wir an mit der Butter. Und die bitte wirklich kalt in Würfel. Richtig schön kühl. Dann das Mehl dazu mit der Prise Salz. Und auch der Frischkäse wirklich bis zum Schluss im Kühlschrank. So, und das Ganze wird jetzt für 10 Sekunden auf Stufe 5 vermischt. So, gebt jetzt den Teig auf eine Arbeitsfläche, eine bemehlte, leicht bemehlt. Ich finde, solche Teige sind einfach mega, weil, ich weiß nicht, aber es ist einfach jedes Mal, egal ob man es mit Frischkäse, mit Topfen, egal wie man sie ausprobiert, die Teige sind einfach immer ein bisschen anders, sie sind aber mega lecker. Man hat es daheim, man weiß, was drinnen ist. Es geht schnell, bis auf die Kühlzeit, aber man kann es super vorbereiten in dem Fall. Und hat es parat. Ihr könntet den Teig auch einfrieren. Dann habt ihr ihn einfach auch immer parat und braucht es so nicht auf den gekauften, doch etwas teureren dann auch Blätterteig zum Beispiel zurückgreifen, wo dann wieder was drinnen ist, was wir nicht wissen, was das ist. Und somit finde ich das einfach mega Sache. Und ihr seht, wie schnell das gemacht ist. Tatsächlich das jetzt einfach so einmal mit der Hand noch kneten. So, jetzt dazu, wenn er geknetet ist, den abwiegen und teilt es in zwei Stücke, jeweils zu ca. 260, 267 und ja, 260 Gramm Teiglingen. Dazu die nochmal so ein bisschen glatt klopfen gleich. Der kommt dann in eine Schüssel, genauso wie der zweite, das einfach so zwei Teile da reinsetzen, dass die einfach dann zur Verwendung hin nachher schon in zwei geteilt sind. Gebt euch da jetzt eine Frischhaltefolie, ein Binnenwachstuch, einen Deckel, was auch immer ihr nehmt und habt drauf. Und der kommt jetzt für mindestens 2 Stunden, am besten aber über Nacht, also wirklich doch etwas länger in den Kühlschrank mit dem Frischkäse, dass der dann richtig schön zum Verarbeiten ist. Wenn ihr den vorbereiten wollt, ihr könnt den in der Früh für den Nachmittag machen. In der Früh reinschmeißen, in die Arbeit gehen, am Nachmittag das zubereiten. Ihr könnt es am Abend machen, in der Früh den Teig weiterverarbeiten. Ihr könnt aber auch wirklich ad hoc schnell, 2 Stunden einfach nur, schnell den Teig in den Kühlschrank schmeißen und dann gleich weitermachen. Egal wie, er muss jetzt kühlen und dann bereiten wir uns schon die Fülle zu. So, jetzt ist unser Teig gekühlt und es geht weiter mit der Fülle. Wir starten und zwar gibt es hier in den Mixtopf die Walnüsse, die Rosinen, einen Rohrohrzucker und einen Zimt. Wenn ihr dann alles im Mixtopf habt, Mixi-Meiser einsetzen, wenn ihr den habt. Wenn ihr den nicht habt, dann macht es einfach ohne. Wer am Mixi-Meiser interessiert ist oder einfach wissen möchte, was das ist, was der macht, einfach das Video anschauen, informiert euch darüber. So, und das Ganze wird jetzt für 5 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinert. So. So schaut das jetzt aus. Eine mega leckere Fülle
Und natürlich könnt ihr optional die Rosinen weglassen, ihr könnt Cranberries verwenden, die lassen sich nicht so zerkleinern, ihr könnt Datteln verwenden. Ja, ich weiß, es gibt viele, die Rosinen nicht mögen, einfach weglassen, ist genauso eine Möglichkeit. Aber ich mag sie und finde, die passen da super rein. So, Hagelzucker, Marmelade tatsächlich zwischendurch einfach kurz erwärmen, entweder in einem Topf, in der Mikrowelle und optional einen Teelöffel Rum einrühren, wenn ihr das wollt. Wieder optional mit Kindern einfach weglassen. So, leicht bemehlte Arbeitsfläche und wir starten jetzt einmal mit einer Teigkugel. Ihr werdet merken, trotz gekühlt sein, also trotzdem, dass er wirklich schön gekühlt worden ist, ist der Teig einfach auf der weichen Seite. Das liegt am Frischkäse. Das liegt, oder das führt aber dann einfach zu einem mega Geschmackserlebnis und einfach voll gut ist das. Und drum nicht, nicht wundern, einfach schnell arbeiten. Und ihr könnt es auch, also ich werde den zweiten jetzt auch dabei wieder in den Kühlschrank geben. Und dann tatsächlich den einfach kreisrund ausrollen. Circa am Durchmesser von 25 cm. Ja. So. Vielleicht auch so eine Teigmatte wie ich. Ich habe die von Wundermix. Da habe ich richtig schön die Kreise drauf. Die Durchmesserkreise kann ich mir da einfach total easy quasi zubereiten, weil ich das direkt auf meiner Backmatte habe. So, und jetzt das ist Achteln. So, und jetzt kommt in etwa ein Teelöffel von der Marmelade drauf. Und ja, ich mache das bewusst erst jetzt und nicht schon in einem, weil es euch beim Schneiden leichter tut, weil sonst wird das so ein bisschen klebrige Angelegenheit. Dann das eben Marmelade eurer Wahl. Also ihr könnt da wirklich auch was Fruchtiges. Ich habe jetzt Riebissel. Also Johannisbeere, alles könnt ihr hernehmen, weil das wirklich so nach eurem Geschmack bitte. Gell? Ich mag dieses süß-sauer ein bisschen, so die Kombi. Und von dem her, genau. Und jetzt streicht euch einfach eure Dreiecke alle ein. Jetzt ist auch spätestens jetzt der Zeitpunkt, wo ihr bitte das Backrohr vorheizt auf 175 Grad Heißluft. Und euch ein Backblech, also zwei Bleche mit Backpapier belegt und schon mal vorbereitet. So, jetzt gebt ihr von dieser leckeren Fülle, ich zeige euch das jetzt da bei einem Hörnchen vor, mach mal, wo sitzt es am besten, eigentlich egal, gell? Da hat sich da einen Teelöffel drauf und das dann einrollen. Und ihr werdet sehen, also ich freue mich jetzt schon wieder, ja, gute Jahresvorsätze, Neujahrsvorsätze, haben noch nie geholfen. Finde ich, bin ja kein Fan davon, muss ich ehrlich gestehen, weil ich esse, wonach mir ist und solltet ihr auch. Also man soll seinen Gelüsten auch ab und an nachgeben. Ich muss halt das blöderweise immer wieder für euch probieren, gell? Dass er wirklich schmeckt. Und es schmeckt. Rollt euch einfach diese Hörnchen leicht ein. Schaut, dass ihr euch nicht dazu keine Wissenschaft draus machen. Grob zu Hörnchen formen. Und das macht es jetzt einfach mit allen. So, Backrohr ist vorgeheizt. Jetzt tatsächlich einen Dotter mit Milch, mit ca. 1-2 Esslöffel Milch, dass es einfach so eine schöne Farbe hat. Eggwash nennt man das so. Und tatsächlich die richtig schön bepinseln. Das Tolle an diesen Kipferl ist, dass ihr die auch wirklich wunderbar, wenn sie gebacken sind, abkühlen lassen und einfrieren könnt. Und dann habt ihr einfach immer was Leckeres parat. Und die sind auch nachher mega lecker. Nach dem Auftauen wieder, also wenn man es wieder aufbackt oder einfach auftauen lassen. Richtig lecker. So, alle bepinseln.
Dann nehmt euch einen Hagelzucker zum Beispiel, könnt aber auch Mandelblättchen oder gestiftelte, könnt gehackte Walnüsse zum Bestreuen verwenden. Also völlig egal, das ist ein bisschen bestreuen. Ich liebe es mit Hagelzucker, bei Milchbrot, Striezel und so Sachen mag ich gerne. Und auch die Kinder. So, und dann kommen die jetzt für 20 Minuten ins Backrohr, vorgeheizte, circa 20, da ist es ein bisschen beobachten. Beide Backbleche gleichzeitig, zweite, vierte Einschubebene, einfach ein bisschen Abstand dazwischen und dann sind sie schon fertig. Die Kipferl sind jetzt fertig. Lasst sie es richtig schön abkühlen, weil sonst sind sie einfach nur sehr brüchig. Schaut sich die an. Schneide ich jetzt auch eins auseinander. Und dann seht ihr die leckere Fülle. Einfach nur. Mega gut. Probiert es unbedingt aus. Lasst es mir in einem Kommentar wissen, was ihr davon haltet. Probiert es aus, macht es nach, bringt euer eigenes, eure eigenen Wünsche, Vorlieben, bringt es mit ein. Lasst es mir wissen, was ihr daraus macht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß weiterhin. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be